Hallo und herzlich willkommen zu Wahlweise der Talk, unsere Sendung zur Kommunalwahl am Sonntag. Mein Name ist Melissa Rieger. Und mein Name ist Willi Wagner. Wir sind Studierende der Hochschule Magdeburg-Stendal und wollen heute vor der Kommunalwahl am Sonntag mit Politikern und Experten ins Gespräch treten. Wir wollen uns heute auf die Themen Wohnen, Jugend und Mobilität in Magdeburg konzentrieren. Und dafür haben wir uns erstmal zwei Experten eingeladen. Zum ersten möchte ich Herrn Zacharias Said vorstellen. Er ist seit 2019 wohnhaft in Magdeburg und ist seit 2020 Rechtsberater beim Mieterverein Magdeburg. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Ja. Zu seiner Rechten steht Michael Bär. Er ist Experte für Jugendschutz und agiert oft mit Kindern und Jugendlichen beim Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt. Danke, dass Sie da sind, Herr Bär. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt zu unseren zwei Gästen aus dem Stadtrat, die jetzt schon im Stadtparlament vertreten sind und das gerne noch 5 weitere Jahre tun würden. Einmal herzlich willkommen an Madeleine Linke von den Grünen. Sie ist seit 2018 Mitglied der Partei und ist Stadträtin der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Future. Seit 2021 ist sie außerdem Co-Vorsitzende ihrer Partei auf Landesebene. Vielen Dank, Frau Linke, dass Sie heute hier sind. Danke auch. Und als letzten Politiker in unserer Runde haben wir Wigbert Schwenke. Wigbert Schwenke ist seit 1990 Teil der CDU und seitdem auch im Stadtrat Magdeburg vertreten. Seit 2007 hat er den Fraktionsvorsitz seiner Partei inne. Dann wollen wir zum Einstieg eine kurze Frage an jeden in der Runde stellen und die Sie bitte in 2 Sätzen ungefähr beantworten. Einmal als erstes an Herrn Said. Welcher Stadtteil in Magdeburg bietet Ihnen persönlich am meisten? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ja doch irgendwo jeder Stadtteil so seine Besonderheiten hat. Da ich aber in der Altstadt wohne und auch in der Altstadt arbeite, ist das so mein favorierter Stadtteil, in dem ich mich besonders gerne aufhalte, wo ich auch weder auf ein Fahrrad noch auf ein Auto angewiesen bin, noch auf den öffentlichen Verkehrsmittel. Und deshalb bin ich dort ganz glücklich. Vielen Dank. Herr Bär, jetzt kommen wir zu Ihnen. Was ist denn so Ihr Wohlfühlort oder der Ort, wo Sie sich am wohlsten fühlen in Magdeburg? Also ich sage mal Stadtwelt Ost, weil da wohne ich seit mittlerweile, keine Ahnung, über 10 Jahren. Und habe auch meinen Garten hier und dementsprechend ist es ganz praktisch, weil man dann schnell von der Wohnung im Garten ist und genau. Dann ist man quasi auch schon im Grünen, von daher Stadtfeld aus. Dann, Frau Linke, was ist der Grund, warum Sie sich damals entschieden haben, politisch in Magdeburg tätig zu werden? In 2 Sätzen, okay. Als Studentin war ich frustriert. Wir wollten ein kostenfreies Festival, Subkulturfestival machen und die Stadtverwaltung hat einfach Nein gesagt, ohne zu aufzuzeigen, wie es möglich sein kann. Und da habe ich gedacht, da muss man, glaube ich, noch ganz schön viel verändern in dieser Stadt und bin dann politisch aktiv geworden. Dankeschön. Und Herr Schwenke, wie würden Sie denn Ihre Heimat Magdeburg in 2 Sätzen beschreiben? Meine Güte, das würden lange Sätze werden, weil ich bin ein geborener Magdeburger, wohne im wunderschönen Stadtteil Oppersleben, aber liebe meine Heimatstadt. Und diese Stadt hat sich gerade auch in den letzten Jahren seit der Wende so fantastisch entwickelt, dass man wirklich stolz darauf sein kann, ein kleines Stückchen am Rädchen mitgedreht zu haben bei der Entwicklung und man sie momentan seinen Gästen sehr, sehr gerne zeigt. Dankeschön. Dann steigen wir auch direkt ein mit unserem ersten Themenblock und zwar Wohnen in Magdeburg. In Magdeburg leben viele Menschen aus internationalen Hintergründen, viele verschiedene. Überall sieht man internationale Communities. Es kommt einem allerdings so vor, als würden sie eher nebeneinander arbeiten und wohnen, als wirklich zusammen zu leben hier in Magdeburg. Herr Said, was kann der Stadtrat tun, um diese internationale Communities zusammenzuführen? Das ist natürlich jetzt so eine Frage, was möchte man dann mit diesem Miteinander erreichen? Mhm. Ist das jetzt so dieses Nachbarschaftliche, dass man sich in nachbarschaftlicher Hilfe dann austauscht oder in nachbarschaftlicher Hilfe dann mal die Bohrmaschine leiht oder die Zutaten, die noch für das Rezept fehlen. Wenn das etwas ist, dann ist vielleicht der Stadtrat jetzt nicht der Organisator solcher Organisationen, sondern dann ist das vielleicht etwas, was man aus der Mieterschaft heraus organisieren könnte, wenn da jetzt alteingesessene Mieter dort sind und sagen, oh, wir haben jetzt viele neu zugezogene. Wie wäre es denn, wenn man da so ein Grillfest veranstaltet, um mal zusammenzukommen, sich auszutauschen und sich kennenzulernen? Was der Stadtrat aber doch vielleicht machen könnte, wäre solche Räume zu schaffen. Spielplätze, auf denen man dann mit den Kindern zusammenkommen könnte, die dann so auszugestalten, dass die dann auch einladend sind für die Mieter und Mieterinnen, die dort in der Umgebung wohnen.
oder andere begegnungsöffentliche Räume, die durchaus von einem Stadtrat dann vielleicht mitfinanziert werden können oder zumindest angeregt werden, um dort vielleicht den einen oder anderen Plan umzusetzen. Frau Linke, inwiefern sind solche Räume für Sie Priorität im Stadtrat? Begegnungsräume zu schaffen hat eine große Priorität für uns, also Orte, an denen Leute zusammenkommen können, sowohl öffentliche Räume, öffentliche Plätze, wie auch Freiräume, also Leerstände, zum Beispiel freistehende Gewerbeflächen, die genutzt werden können. Also das hat eine hohe Priorität. Mhm. Aber wenn ich auf Ihre Frage direkt antworten darf, weil das ist mir wirklich ein hohes Anliegen, wollen wir als Bündnis 90 die Grünen Durchmischung in dieser Stadt. Mhm. Aber wir können natürlich nicht Menschen zwingen, in einem bestimmten Stadtteil zu wohnen, aber wir können es allen Menschen ermöglichen, in allen Stadtteilen zu wohnen. Und das funktioniert dahin, dass Wohnungen überall erschwinglich sind, also sozialer Wohnungsbau zum Beispiel überall stattfindet, wir auch bestimmte Bindungen haben von sozialem Wohnungsbau in jedem Stadtteil, barrierefreie Wohnungen in jedem Stadtteil, aber auch, und das ist ganz wichtig, auch jede Art von Wohnung in jedem Stadtteil. Also zum Beispiel ist ein großes Problem in dieser Stadt, Wohnungen für große Familien zu bekommen. Mhm. Also es gibt durchaus auch Familien, die haben 3, 4, 5 Kinder. Und da müssen wir tatsächlich auch an die Grundrisse ran. Da haben wir über den Stadtrat so ein paar Hebel auch, zum Beispiel über das städtische Wohnungsbauunternehmen oder auch die Genossenschaften, mit denen man Gespräche führen kann, dass solche Wohnungen auch überall zu finden sind, zu erschwinglichen Preisen. Dankeschön. Herr Schwenke, was sagen Sie zu dem Thema? Also erstens bin ich bei dem ersten Redner. Ich denke, das Miteinander kann man nicht staatlich verordnen. Das wäre völlig falsch. Mhm. Das muss wachsen. Das muss selbstverständlich sein, dass man seine Nachbarn, seine Mitmenschen so nimmt, wie sie sind. Mhm. Das ist ein Stück aber Selbsterkenntnis. Was wir als Stadt machen können, ist Rahmenbedingungen so schaffen, dass es die Flächen, die Möglichkeiten gibt. Und die Masse der Leute wohnt in der Innenstadt. Ich wohne zwar am Stadtrand. Da machen wir das in Form von Festen, die wir veranstalten, wo sich alle beteiligen und so ähnliches wünsche ich mir natürlich auch mit vielfältigem Engagement. Und da wünsche ich mir natürlich, dass auch viele Kulturen dort mitwirken bei Festen, bei ähnlichen Veranstaltungen in der Innenstadt. Dann haben wir eine gute Chance hier wirklich, dass es für jeden selbstverständlich ist, dass man miteinander diese Stadt lebt und gestaltet. Mhm. Das denke ich ist das Ziel. Wir als Stadtrat können, da glaube ich, sollten auch gar nicht so viel machen, weil ich halte nichts von, ich sagte es eingangs, und Vorschriften. Mhm. Wir müssen das in die Köpfe der Menschen kriegen, dass das selbstverständlich ist, miteinander zu leben und jeden so nehmen, wie er ist. Und wir stehen ja vor dem Thema Intel, wo wir davon ausgehen müssen, dass noch sehr viele Leute mit anderen Herkünften, mit anderen Kulturen, mit anderen Schichten hier bei uns aufschlagen. Und da ist ja auch noch größer zu sagen, wir leben miteinander. Meine Schwiegertochter ist Dänin. Also ich erlebe das im eigenen Familienumfeld. Das ist selbstverständlich. Ja. Ja, in der Schule meiner Enkeltochter neben, weiß ich gar nicht, wie viel Nationalitäten dort vertreten sind. Ja. Das ist aber völlig selbstverständlich. Und da fängt es übrigens an, in der Schule, im Kindergarten, dass man selbstverständlich andere Kulturen ernst nimmt. Wenn Sie so Stadtteilfeste ansprechen, wie einfach ist das für jemanden, sowas für seinen Stadtteil zu organisieren? Gibt es da auch in verschiedenen Sprachen Angebote, die man einholen kann oder die man wahrnehmen kann? Also das Organisieren ist ein Prozess, der wächst. Das muss man im Stadtteil, muss man den Leuten auch Mut machen, weil sie die Schicht in Angriff zu nehmen. Mhm. Ich weiß, dass wir in Ottersleben die Ersten waren, die sowas gemacht haben, so ein Stadtteilfest mit einer Stadtteilverbindung. Das haben viele nachgemacht. Das funktioniert inzwischen in anderen Stadtteilen auch. Und wie international das ist, gut, das ist eine Herausforderung. Ich gebe zu, auch mein Englisch ist nicht das Beste, aber das ist eine Herausforderung. Aber da hoffe ich mit Verlaub auf die jungen Menschen, die hier studieren und das Stückchen auch Selbstverständnis mitbringen, wenn ich sehe, dass mein ältester Sohn muttersprachlich Englisch spricht, englische Bücher liest, auch gar keine Deutschen mehr liest. Also es wächst. Ich glaube, das ist ein Prozess, der momentan sich sehr positiv auch in dieser Stadt Magdeburg entwickelt. Ich glaube, da sind wir weiter, als manche Leute wahrhaben wollen. Auf das Thema Studenten kommen wir dann auch noch später. Ja. Genau, dann hatten Sie schon die Ansiedlung von Intel angesprochen und da ist die Angst der Magdeburger, denke ich, schon berechtigt, dass da bezahlbarer Wohnraum rarer werden könnte, als er im Moment ist. Wie kann der Stadtrat, Herr Said, diesem Problem entgegentreten? Entschuldigung. Wahrscheinlich müsste man sich erstmal ansehen, welcher Wohnraum gebraucht wird oder welcher Wohnraum dann speziell nachgefragt wird von den Leuten, die dann zuziehen. Und wir müssen halt berücksichtigen, wir haben eine gewisse Leerstandsquote in Magdeburg, die liegt aktuell, glaube ich, bei 5%.
davon träumen andere Städte. Ne? Das ja. ist erstmal etwas, was wir in den Topf werfen. Wir haben eine Leerstandsquote. Jetzt müssen wir aber auch berücksichtigen, dass dieser Leerstand deshalb auch überwiegend leer ist, weil dort Menschen nicht einziehen möchten, weil der Bestand eben nicht so saniert und auch nicht so angeboten wird, dass er die Nachfrage der Menschen bedient. Entweder weil die größeren Wohnraum benötigen, weil mehr Kinder dort sind oder weil man einen Fahrstuhl benötigt, um dort hochzukommen, weil nicht jeder eben die Treppen hochlaufen kann. Was durch Intel passieren wird, ist ein Zuzug an Menschen, voraussichtlich, die dann qualitativ hochwertigen Wohnraum haben wollen. Jetzt hört sich das an, jeder möchte das doch haben. Wir sprechen aber jetzt wahrscheinlich eher von Wohnraum, der so im oberen Segment anzusiedeln mhm. sein wird, also Neubau. Okay. Und davon haben wir in Magdeburg viel zu wenig. Wenn man heute bei den ganzen Portalen die Anzeigen sieht, dort wird dann so eine Neubauwohnung online gestellt, die ist super schnell weg. Das sind warme Semmel. Mhm. Und das sind immense Mieten, die dort mhm. verlangt werden. Mhm. Teilweise 14, 15 Euro pro Quadratmeter. Das muss man sich vorstellen. Der Schnitt in Magdeburg liegt bei 5, 6 Euro. Und es ist auch etwas, was wir hier in Magdeburg bezahlen können mit unseren doch sehr überschaubaren Löhnen. Mhm. Das heißt, der Neubau ist gefragt und wird wahrscheinlich noch weiter gefragt bleiben. Mhm. Und die Leute wollen höchstwahrscheinlich eher sowas haben, weil nicht jeder in eine Wohnung einziehen möchte, die nicht mehr so den Standard entspricht, den man vielleicht jetzt auch erwartet. Aber um auf die Fairness der Mieten zurückzukommen, sehen Sie es dann eher als Priorität, Altbau zu sanieren, um sozusagen weiterhin bezahlbaren Wohnraum zu haben oder Neubauten zu fördern, die dann eventuell die unter Sozialbaustandards der finden, Neubau ist zwingend notwendig mhm. und der Neubau sollte nicht in diesem absoluten Luxussegment mhm. nur angeboten werden. Also mhm. verstehen Sie jetzt meine Ausführungen nicht ja. so, dass ich sage, hey, wir brauchen Nein. Luxuswohnungen, damit alle glücklich werden. Nee, im Gegenteil, wir brauchen ja. Neubau, mhm. damit eben viele Menschen, die herziehen und auch dann gerne solche Wohnungen beziehen wollen, sich dann nicht in einem anderen Segment umsehen. Mhm. Ja, in dem Segment, wo dann Leute sich eben nicht ganz so diese hohen Mieten leisten können. Das ist ja so eine Verdrängungssituation, die wir dann haben. Und deshalb brauchen wir den Neubau, damit dort genügend Angebot besteht für mhm. die Leute, die halt kommen ja. und die dann auch vielleicht diese Mieten bezahlen können. Ja. Aber wir brauchen auch natürlich Neubau in einem Bereich, wo jeder sich das leisten könnte. Auch ja. die Familie oder auch die Senioren oder die, die nicht so viel verdienen. Und das funktioniert natürlich mit den Baukosten, die wir heute haben, nicht, mhm. weil das kalkuliert sich einfach ja. nicht mit den Preisen. Und das ist etwas, was vielleicht der Stadtrat mit der kommunalen Wohnbau anstoßen genau. kann. Genau, da würde ich dann jetzt auch ja, einmal überleiten an Frau Linke. Wie sind da die Prioritäten aktuell im Stadtrat verteilt? Also von Neubau zu Sanierungen. Also, was der Staat da jetzt in Gänze spricht, ist ein bisschen schwer wiederzugeben. Ich kann eigentlich nur richtig gut für meine Fraktion sprechen. Man muss es sehr stark differenzieren. Ich will es nochmal einfangen. Bei der Intel-Ansiedlung haben wir verschiedene Zeitschienen. Es beginnt erstmal mit BauarbeiterInnen, die kommen. Es sind so, ich glaube, erwartet 8.000 nee, oder 3.000, also nicht ganz viele, 3.000, sorry, BauarbeiterInnen. Die haben einen anderen Bedarf als dann Menschen mit einem Doktorabschluss in Physik oder so. Dafür brauchen wir auf jeden Fall die Sanierung, die nicht nur Altbau, sondern auch aus den 60er Jahren und so. Gebäude müssen saniert werden. Das haben wir auch schon angefangen als Wohnbau, die schon angesprochen wurde. Also als städtisches Unternehmen passiert das auch schon, dass da Wohnungen, ganze Straßenzüge hergerichtet werden, entsprechend saniert werden, die Stränge, Aufzüge, solche Sachen. Mhm. Das passiert und das muss auch weiter passieren, unbedingt. Wir brauchen aber dann für die späteren Zeitpunkte auch auf jeden Fall Neubau, da gehe ich ganz mit. Da sind wir aber schon gut dabei und da ist der Stadtrat sich auch einig. Wir haben einige Großneubauprojekte tatsächlich schon im Petto, gerade im Südosten der Stadt, ja, Wegelände, Fahlberg-List sind da so Stichworte. Da ist es, und da ist es ganz richtig, was Herr Said angesprochen hat, Neubau ja, aber unter also nicht der hochpreisige mhm. Luxus. In Teilen brauchen wir es manchmal auch, aber, und ich habe vorhin ja schon ein großes Plädoyer für sozialen Wohnungsbau gehalten, das muss kombiniert werden. Mhm. Also es muss wirklich eine Art des Bauens sein, die nicht die ganz hohen Quadratmeterpreise aufruft. Das ist sehr schwer mhm. und dafür brauchen wir eben diese Programme vom Bund und vom Land, die den sozialen Wohnungsbau unterstreichen. Und wir brauchen auch eine schlaue Art
zu bauen, das hat was mit modularer Bauweise zu tun, mit welche Flächen das macht. Genau. Dazu kann vielleicht Herr Schwenke was sagen. Was wäre denn für Sie diese schlaue Art, solche Neubauten zu schaffen? Eigentlich kann ich das ergänzen, was Frau Linke sagt. Es gibt auf der einen Seite das Thema Neubau, also das Beispiel RWE-Länder haben wir, glaube ich, am kommenden Donnerstag als Ratssitzung den B-Plan auf der Tagesordnung. Die haben ganz bewusst auch vorgestellt, dass sie sowohl hochpreisigen Wohnungsbau machen wollen, als auch Wohnungsbau für, mit etwas niedrigen Mieten erstellen wollen. Die haben das erkannt, das Prinzip, Halberg-List ähnlich. Und die Wobau hat dieses Prinzip schon lange erkannt. Wir sitzen, glaube ich, wir sitzen beide im Aufsichtsrat der Wobau als Stadträte. Und selbst da wird eben saniert und da wird auch so saniert, in einem nicht sanierten Bestand, dass man sagt, wir vergrößern Wohnraum, schaffen das, was Herr Said vorhin gesagt hat, nämlich Wohnraum für größere Familien, also vergrößern Wohnraumflächen, als auch erstellen Wohnraum für kleinere Ansprüche. Gerade das Thema Bauarbeiter wurde ja genannt. Das ist übrigens eine Chance, wenn man jetzt für Bauarbeiter baut, wenn die Bauphase vorbei ist, hoffen wir ja auch alle auf einen Studentenboom, die man dann umnutzen kann für Studentenwohnungen. Ja. Also ich denke, genau dieses Problem hat die Wobau erkannt und arbeitet dran. Also die Wobau ist da wirklich ein sehr engagiertes Unternehmen, das sich ja sehr stark auch sozial mit einbringt in dieser Stadt und eigentlich auch die Aufträge des Stadtrates dort mit umsetzt. Genau, vielen Dank. Dann noch ein kurzes Wort vielleicht von Ihnen beiden. Was, also vielleicht zwei, drei Stichpunkte zur Umweltfreundlichkeit von solchen neuen Projekten. Die Wobau hat zum Beispiel in Reform eine ganze Reihe energieautarker Wohnungen erstellt, wo sie genau das Thema anbietet. Auch das Thema hat man erkannt. Ja. Das ist sicherlich momentan alles noch Pilotprojekte, die aber sehr gut nachgefragt sind, sehr gut vermietet sind, sodass ich denke, dass das Pilotprojekt irgendwann mal die Regel wird, gerade bei der Wobau, die da sehr, sehr progressiv mit diesem Thema umgeht. Also an der Stelle wird das also auch schon mit genutzt und dass natürlich sanierte Wohnungen auch vernünftig gedämmt und ähnliches sind. Ja, das ist selbstverständlich. Da braucht heutzutage keiner mehr drüber reden, sonst kriegt er gar keine Genehmigung. Ja. Genau. Für uns ist wichtig, das ist auch immer wieder eine Diskussion, auch zwischen uns im Stadtrat, dass wir dort bauen, wo schon versiegelt ist, also nicht auf dem grünen Rasen sozusagen neu wieder Fläche versiegelt wird, wenn da neue Gebäude, sei es jetzt Einfamilienhäuser oder auch Mehrfamilienhäuser, gebaut werden und dass dort gebaut wird, wo schon ein ÖPNV-Anschluss oder ein SPNV-Anschluss ist. RAW und Fallberg-List sind da gute Beispiele. Da haben wir auf der einen Seite die Straßenbahn und auf der anderen Seite auch die S-Bahn, die wir da verknüpfen können. Das sind also Positivbeispiele. Dann ist natürlich auch die Art des Bauens. Es gibt zum Beispiel Holzbauweise, es gibt ganz wichtig, dass auch zum Beispiel Photovoltaik, Gründach mitgedacht wird. Das sind so Aspekte, die uns als Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Future sehr wichtig sind. Dankeschön. Genau, wir haben jetzt schon über das Thema Umweltfreundlichkeit geredet, was universell ist bei der Lage, die wir momentan haben. Besonders in der Mobilität wird es immer wichtiger und ist unausweichlich. Besonders die Fußgängerläufigkeit oder die Fußläufigkeit hier in Magdeburg ist noch ein sehr großes Thema. Eigentlich alles zu Fuß erreichbar und auch schon gute, ausgebeute, verkehrsberuhigte Zonen. Wie können solche Projekte weiter gefördert werden? Genau, Frau Linke, ich würde Sie da direkt mal fragen. Alles klar. Wurde ja schon angesprochen, die Altstadt zumindest ist es ganz gut erreichbar zu Fuß, aber eigentlich wünschen wir uns die ganze Stadt so als 15-Minuten-Stadt, dass man überall relativ schnell hinkommt. Zu Fuß 15 Minuten wird nicht in Magdeburg so einfach sein, gerade von Nord bis Süd, aber ich sag mal, in der Ost-West-Ausdehnung ist es etwas einfacher. Dafür brauchen wir Verkehrsberuhigung, denn ich würde widersprechen, es ist noch nicht alles ganz rosig in Magdeburg. Wenn wir in andere Städte schauen, wir haben Flaniermeilen, Fußgänger in Zonen, das haben wir nur sehr bedingt in dieser Stadt und wir haben, das ist eine Mehrheitsbeschluss, Wiegbert, beschlossen, den Verkehrsversuch in 2025, wo wir mal für 8 Wochen auch den breiten Weg zwischen Allee-Center und Bärstraße oder vielleicht sogar noch weiter mal sperren für den Autoverkehr und wirklich mal probieren, was passiert, wenn wir nur den Fahrrad- und Fußverkehr haben, aber auch Foodtrucks dort haben, mehr Bänke reinbringen, was das uns an Aufenthaltsqualität bringt. Und solche Projekte wollen wir auch noch weiter ausweiten. Wir haben einen Antrag zum Beispiel in der Neuen Neustadt, wo wir das Konzept der Superblocks ausprobieren wollen. Also das ziehen wir auch durchaus in die Stadtteile, um so das auch mal auszuprobieren, wie Verkehrsberuhigung wirken kann. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal zu diesem sehr ausführlichen Statement. Herr Schwenke, ich glaube, Sie haben da vielleicht noch leicht abgewandelte Ansichten. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man auch mal was für Neues für Fußgänger und Radfahrer ausprobiert. Allerdings haben wir die große Herausforderung dieser Stadt, dass wir zum Beispiel den Nordabschnitt des Breiten Weges haben, der nun schon seit vielen Jahrzehnten eine Fußgängerzone ist, wo wir jetzt schon die Konflikte mit Radfahrern ganz schwer geregelt kriegen. Also
für mich ist prioritär, deshalb sehe ich das skeptisch. Nicht vom Grundsatz her, sondern skeptisch, dass wir eigentlich erstmal Wege finden müssen, die jetzt schon vorhandenen autofreien Zonen, Nordabschnitt, Breiter Weg, Alter Markt, jetzt haben wir die Nullebene am Bahnhof durch den Tunnelbau. Die müssen wir, denke ich, beleben, da müssen wir Ideen entwickeln. Und das ist für mich prioritär, wenn das Sachen sind, die wir dringend umsetzen müssen, denn die Probleme sind da. Und ob wir dann jetzt schon mit ganz anderen Ideen durch die Gegend laufen müssen, da sind wir skeptisch. Das ist der Hauptgrund, wieso wir dieses Projekt dort zwischen Allianz Center und Citycarré skeptisch sehen. Aber das ist eine riesen Herausforderung, da Ideen zu entwickeln. Wie kriege ich dort Leben rein? Nicht nur ein Euro-Shop, sondern wirklich auch Gastronomie, Leben. Wir machen jetzt auf dem alten Markt, weil wir jetzt die Grünkübel stellen, also mobiles Grün hinstellen, das ist eine Chance. Auch da kann man dann mit NCs, mit Möbeln natürlich versuchen, was zu machen. Da muss man eben auch was tun in Sachen Belebung des Wochenmarktes mit Programmen und Ähnlichem. Da sind wir uns auch einig an der Stelle. Ich glaube, da gibt es sogar fraktionsübergreifende Anträge. Ich denke, das ist für mich eigentlich das Primäre, dass wir da wirklich die Leute auch dazu bringen, ihren Kiez mal zu verlassen und in die Innenstadt zu gehen, damit die wirklich wiederbelebt wird. Hat auch was mit Einkaufen zu tun. Insofern ist das eine riesen Herausforderung. Da haben wir Anträge, haben wir Beschlüsse gefasst, wo ich mit der Umsetzung noch nicht ganz zufrieden bin. Da ist noch eine Menge Arbeit für die Verwaltung da und ich denke, der neue Stadtrat wird auch dies oder jenes Spezifisches wieder mal der Verwaltung ins Haus mitschreiben. Vielen Dank. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass einfach der alte Markt dort gesperrt werden, der breite Weg dort gesperrt werden soll. Wie sehr hält da auch dieses Projekt komplett autofreie Innenstädte nach? Wie sehr ist das auch vielleicht irgendwann eine Option für Magdeburg? Gibt es dafür schon Pläne? Wäre das tendenziell umsetzbar? Und wie wichtig sind da besonders auch der Ausbau der Fahrradwege? Der Ausbau der Fahrradwege ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch uns wirklich ein großes Anliegen. Da haben wir auch fraktionsübergreifend Beschlüsse schon gefasst, da jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Kilometern auch neue Radwege zu bauen. Unsere Vision meiner Partei ist auf jeden Fall auch größere Stellen irgendwann mal wirklich verkehrsberuhigt hinzubekommen. Welche Autos man da noch zulässt, also dass natürlich dann das Taxi da mal hin muss oder auch Menschen mit Beeinträchtigungen ist unbenommen, das darf natürlich jederzeit passieren. Wir wünschen uns einfach diese Aufenthaltsqualität, das ist uns wirklich ein großes Anliegen. Und ob man jetzt den Radverkehr da genau durchleitet oder andere gute Strecken findet, die müssen aber vor allem sicher sein für alle, für jung und alt, das ist uns ganz wichtig beim Radverkehr. Und da haben wir schon noch einige Lücken in dieser Stadt, wo wir dann Radwege bauen müssen und auch trennen müssen, baulich tatsächlich vom Autoverkehr. Und teilweise auch von den zu Fuß gehenden, Wiegbert hat es angesprochen, den Nordabschnitt Breiter Weg, da ist so ein bisschen Konflikt. Das liegt aber auch wieder ein bisschen an der Stadtverwaltung, wie die das so gepflastert haben mit Rot, obwohl das eigentlich nicht so gemeint ist. Also da braucht es schon noch auch ein bisschen Umsetzung, um da auch das Miteinander im Verkehr noch zu fördern. Wie sieht es dann auch aus mit Ausbau von ÖPNV? Das wird das natürlich dann auch nochmal viel mehr erleichtern. Mehr Straßenbahnlinien, neue Linien, die generell geschaffen werden? Im ersten Schritt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die Linien und die Strecken, die wir haben, auch wirklich nicht ausfallen und stattfinden. Also wir brauchen endlich die neuen Straßenbahnen. Die sind ja auch schon bestellt und sozusagen auf dem Weg und gerade in der Fertigung. Dann müssen die Takte, die wir eigentlich beschlossen haben, nicht zum Beispiel einen 10-Minuten-Takt, auch wirklich so stattfinden. Das haben wir auch nicht auf allen Strecken schon erreicht. Und der ÖPNV muss auch so günstig bleiben, wie er ist und auch noch für andere Zielgruppen, ich denke da an Freiwilligendienstleistende, an Menschen, die das BürgerInnengeld erhalten, auch noch einfacher zugänglich werden. Ich glaube, dann ist schon viel geschafft. Klar, perspektivisch auch noch einen Streckenausbau. Zum Beispiel, da haben wir vielleicht auch einen Dissens nach Ottersleben, wünschen wir uns zum Beispiel. Oder auch noch in andere Richtungen. Aber Priorität hat erstmal, den Bestand so gut auszufüllen und die Qualität höher zu machen im ÖPNV. Gleich nur ergänzen. Es braucht natürlich entsprechende Fahrpersonale. Mhm. Das ist auch schwierig, weil die Leute, die dort arbeiten, dürfen auch nicht überlastet werden. Die müssen vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Kommt dazu. Und eigentlich, wir haben in dieser Stadt Magdeburg sehr viel beschlossen und setzen das auch schon um. Die zweite Nord-Süd-Verbindung, die jetzt momentan ja noch ihre Verendung hat, weil das wird ja noch fleißig dran gebaut, ist übrigens 1999 beschlossen worden. Angefangen dann mit der Verbindung Richtung Bördepark. Das war ja der erste Teil der zweiten Nord-Süd-Verbindung. Jetzt arbeiten wir an dem Ausbau um den Kannstieg und ähnliche Strecken. Das wird dann noch das Stück zwischen der Maschkeplatz, also hier um die Ecke, bis runter Richtung Richtung Vaterstraße. Da passiert eine Menge und es dauert. Und wenn das dann fertig ist, und da sind wir uns durchaus einig, nur die Frage des Wie und wie weit,
ist in der Diskussion, ist der Antrag ja selbst von mir gekommen, die ganze, das Thema Umsetzung der Straßenbahnverlängerung Richtung Ottersleben nochmal auf die Liste zu nehmen, ob das dann eine Verlängerung zum Beispiel ist bis rein in die Ortslage oder eben nur bis zur Klinke, wer das ein bisschen kennt, und man von da aus dann auch das Thema Intel wieder mal bedient, weil die Leute müssen ja auch irgendwie zu Intel kommen. Wenn man dort eine Wendeschleife baut, behindertengerecht, barrierefrei, und setzt, hat dann eine vernünftige Umsteigerelation, mit dem man dann mit welchen Fahrzeugen auch immer, Elektrobusse, E-Busse, weiß ich nicht, vielleicht sogar, ich weiß, es kommt wieder das Lächeln, vielleicht sogar mit einer Seilbahn oder ähnliches bis zum Intel-Internet zu kommen, das muss man dann erstmal visionär ergebnisoffen prüfen. Mhm. Das ist dann ein Schritt, das dauert. Mit Verlaub, das wird ja heute oder morgen nicht passieren. Aber da gibt es für mich keine Denkverbote. Ich will nur sagen, das muss man angehen und da sind wir auch beieinander. Also wir sind durchaus grundsätzlich uns einig in den Details und der Umsetzung da nicht, dass wir vernünftige Bedingungen für die Fußgänger brauchen und stolperfrei, barrierefrei, dass wir Radwege brauchen. Da brauchen wir mehr und sichere Radwege, auch ins Umland, auch wieder Richtung Intel. Da gibt es eine ganze Menge. Auch, es gab vor Jahren mal die Diskussion um touristische Radwegekonzepte. Das haben wir inzwischen beerdigt, weil es momentan andere Prioritäten gibt. Es gibt also unheimlich viele Beschlüsse, die wir noch nicht umgesetzt haben. Wir brauchen den ÖPNV, auch da sind wir uns einig. Und da sind wir dann wieder uns nicht mehr ganz so einig. Natürlich auch Trassen für den Individualverkehr, für den Motorisierten. Und da bin ich ein bisschen anderer Auffassung, weil die Leute wissen, wir haben diese großflächige Innenstadt vom Hasselbachplatz bis zum Uniplatz. Und das alles autofrei zu machen, ist problematisch. Weil es gibt Menschen, die schaffen diese Wege nicht. Und es gibt auch Menschen, die schaffen es nicht mehr in die Straßenbahn. Mein Vater ist 93, der fährt mit keiner Straßenbahn mehr, weil der fährt immer nach Auto, kurze Strecken. Aber der fährt nicht mehr nach Straßenbahn, weil er einfach mal in die Straßenbahn nicht reinkommt. Der Weg von zu Hause bis zum Bus zu weit ist. Also wir müssen für alle Leute Angebote vorhalten. Und das ist eigentlich unser Ziel. Wie gesagt, da sind wir im Detail jetzt nicht immer ganz einig. Aber grundsätzlich alle Verkehrsarten im Blick behalten, das ist eine riesen Herausforderung genug. Genau, also da einfach das Kompromiss finden in den Diskurs gehen und dann die bestmögliche Lösung finden. Mit Verlauf, das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Das ist der Satz, wir werden im Stadtrat nie eine Partei haben, die eine absolute Mehrheit hat. Wir müssen irgendwo zueinander finden, wir brauchen Kompromisse. Und das ist ein ganz wichtiges Spiel in der Politik, Kompromissfähigkeit. Genau. Wir hatten ja ÖPNV gerade schon drin. Wie sieht das da aus? Wie viel kann der Stadtrat da vielleicht auch fördern, um diese Modernisierung auf Elektromotoren noch mehr voranzutreiben? Ich glaube, wir sind ja gerade bei Hybridmotoren eigentlich in jeden Bussen. Wie kann das, oder in fast jeden Bussen, es gibt natürlich noch die ganz alten, aber jetzt in der neuen Charge, sage ich jetzt mal, die jetzt hier schon eingesetzt wird in Magdeburg, wie kann sowas noch besser werden? Und vielleicht dann auch noch, wenn ich das noch kurz hinzufügen könnte, zu den Fahrrädern. Es gibt ja so Konzepte, wo einfach freie Fahrräder rumstehen und die können dann einfach von Station zu Station weitergegeben werden. Vielleicht auch dann für Leute mit weniger Budget eine Option, dann trotzdem mit der Umwelt zu helfen und den Take-Off-Point da sozusagen zu schaffen. Ich beginne erstmal mit den Elektrobussen. Wir können das nicht nur als Stadt fördern, sondern wir müssen das fördern. Es gibt eine EU-Verordnung, die uns sogar festschreibt, dass wir auf CO2-neutrale ÖPNV, also Busse, umsteigen müssen bis zu einer bestimmten Jahreszahl. Wir sind da erst eingestiegen, richtig angesprochen, mit den Hybridbussen. Wir haben uns auch schon um Fördergeld beworben für Elektrobusse, haben aber leider den Zuschlag immer nicht bekommen. Und gerade heute habe ich die Studie des Landes bekommen, wo geguckt wird, welches denn eigentlich jetzt das Beste ist. Ist es ein Wasserstoffbus, ist es ein Oberleitungsbus oder doch der mit dem Akkumulator? Und es ist eigentlich sehr klar, was da der Favorit ist. Und wir müssen da als Stadt jetzt auch endlich mal Geld in die Hand nehmen. Denn, und das müssen wir uns auch ganz ehrlich machen, ÖPNV ist in meinen Augen, und das sehen viele so, Daseinsvorsorge. Das ist nichts, womit man schwarze oder schweige denn grüne Zahlen schreibt, sondern das ist immer ein Zuschussgeschäft. Und der Bund, das Land, aber auch die Stadt muss da tatsächlich Geld reinbringen. Einmal, Wiegbert hat es richtig gesagt, weil das Fahrpersonal auch ordentlich bezahlt werden muss nach Tarif und auch mit Tarifsteigungen. Aber auch, weil wir diese Gefäße, also die Busse, die Elektrobusse mit Akkumulator, auch wirklich dann mal bald kaufen müssen. Also da muss die Stadt tatsächlich einfach Geld reingeben und sich weiter aber auch um Fördergelder aus Bund, Land und EU bewerben. Zur Frage mit dem Bikesharing, von mir ein totales Herzensprojekt. Ich habe da schon ganz oft Anträge zugestellt, war in Verhandlungsrunden. Leider schafft es diese, muss man wirklich sagen, Landeshauptstadt nicht, ein Bikesharing in die Wege zu leiten. Ich finde es ganz wichtig eigentlich, dass es so stationsbasierte Fahrräder gibt. Das gibt es in anderen Städten, da haben die Studierenden, da kommen wir ein bisschen zu den Studierenden, auch oft mit ihrem Semesterticket dann zum Beispiel auch eine Stunde am Tag kostenfrei oder auch andere Sachen. Und das kann man auch mit MVB-Ticket zum Beispiel koppeln, dass man da auch eine Stunde zum Beispiel frei hat, wenn man da so ein MVB-Ticket hat.
Da gibt es ganz tolle Konzepte, aber die Stadt schafft es einfach nicht, die Verhandlungen richtig aufzunehmen mit entsprechenden Firmen, sowas zu verhandeln, weil man braucht dann immer so einen Rahmenvertrag, nenne ich es jetzt mal, ne, darüber, wo sind die Stationen, wie viele Fahrzeuge braucht Magdeburg dann wirklich. Da braucht es einfach mal eine Verwaltung, die es wirklich in die Hand nimmt und sagt, wir sind eine Landeshauptstadt, es gehört sich, dass es auch in einer Landeshauptstadt ein Bikesharing gibt. Wie realistisch ist das, dass dann auch die Fördergelder so schnell wie möglich ranzubekommen? Also gibt es da so einen Jahresplan oder wie kann man genau es schaffen, diese Gelder ranzubekommen? Also da möchte ich den schwarzen Peter weniger der Stadt, sondern mehr Bund und Land zu schieben, sage ich ganz ehrlich. Weil letztendlich geben wir als Stadt unglaublich viel Geld jetzt schon rein in den ÖPNV. Weil das ist ein Zuschussgeschäft, da sind wir uns einig. Aber da erwarte ich einfach mal von Bund und Land eine höhere Bereitschaft, dort mehr Geld in den Topf zu werfen, um genau das umzusetzen. Das, und momentan ist der Topf zu klein, deshalb ist die Chance, Fördermittel zu kriegen, überschaubar. Das hat Frau Linke geschildert. Aber hier braucht es einfach mehr Geld in den Topf, ja, für den Nahverkehr, weil sonst sind wir auch irgendwann mal an der Grenze unserer Möglichkeiten. Und dann geht es wieder auf Kosten der Fahrpreise und das ist das einzige, die einzige Stellschraube, die wir als Stadt eigentlich haben, weil viel mehr können wir nicht regeln. Also das ist, dann sehe ich den schwarzen Peter auf der höheren politischen Ebene. Und das muss dann ja auch wieder erschwinglich sein für die Leute. Also richtig, da ja, ist ja auch nicht, sonst ein Eigentor, ja. Da kommt ja auch irgendwann die Deckelungsgrenze. Vielen Dank für Ihre Beiträge, Frau Linke und Herr. Ja, jetzt kommt ein bisschen härterer Cut zum Thema Jugend. Und zwar möchte ich gerne mit dem Thema Jugendkriminalität in Sachsen-Anhalt einsteigen. Da ist von 2022 bis 2023 der Anteil um 9,6% gestiegen, gerade im Bereich der Körperverletzungs- und Bedrohungsdelikte. Herr Bär, woran kann dieser Anstieg liegen? Also Erfahrungen, die wir gemacht haben oder Dinge, die sich beobachten ließen, waren halt in der Corona-Zeit wurden quasi alles, was das Thema Jugend anging, relativ schnell runtergefahren und viele Kollegen im ländlichen Raum auch haben sich umgestellt, haben digitale Angebote geschaffen. Teilweise war es aber sogar so, dass quasi Fachkräfte aus der Kinder- und Jugendarbeit abgezogen wurden in die stationären Hilfen. Dass dann quasi der Landrat gesagt hat, ab morgen habt ihr einen neuen Einsatzbereich und dementsprechend sind Treffpunkte weggefallen. Es fehlten die Möglichkeiten, sich auszutauschen und die Jugendlichen, wir haben probiert, in dem Bereich Lobbyarbeit zu machen, dass eben da mehr Angebot geschaffen werden, beziehungsweise, dass es da eben Möglichkeiten gibt, aber es war eben nicht ganz einfach. Wir haben das Thema beispielsweise Luftfilter auf die Agenda gesetzt, dass beispielsweise die Landesförderung von Luftfiltern in Angriff genommen wird, dass beispielsweise Einrichtungen eben mit Luftfiltern weiter öffnen können und ähnliches. Das war ein sehr, sehr zäher Prozess. Und dementsprechend ist es halt so eine Kausalitätskette. Ne? Wenn keine Betreuung da ist, keine Unterstützung, die Jugendlichen werden sich selbst überlassen. Muss per se nicht Schlechtes sein, aber eben, wie gesagt, die Räumlichkeiten zum Treffen fehlen. Und auch in vielen Städten sind Jugendliche nicht unbedingt gerade in den Stadtzentren gerne gesehen, weil die sind dann etwas lauter, hören andere Musik und so. Da ist es dann schon manchmal schön, wenn man die woanders hinstecken kann, zum Beispiel in den Jugendclub oder Ähnliches und dementsprechend muss es da Angebote geben und vor allen Dingen auch, es muss ausfinanzierte und nachhaltige Angebote geben. Also gerade wir erleben das, wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann wird sehr, sehr häufig ein Projekt aufgelegt, was quasi dieses Projekt lösen soll, aber das funktioniert im Normalfall nicht unbedingt so gut. Man braucht da eine nachhaltige Ausstattung, das heißt, es muss Personal geben, was dann sich langfristig um die jungen Menschen kümmert. Und in Sachsen-Anhalt ist es ja momentan so, dass man in bestimmten Regionen zum Beispiel die Schulsozialarbeit an Brennpunktschulen bringen möchte in erster Instanz, was natürlich suboptimal ist, weil das Problem kann nicht sein, dass Kolleginnen gute Arbeit leisten und dann quasi die Brennpunktschule, das Klima entspannt sich und dann wird die Schulsozialarbeit auf die nächste Schule übergegangen, weil dort brennt es gerade mehr. Wir brauchen da, glaube ich, an vielen Stellen Schulsozialarbeit, um eben auch da junge Menschen zu unterstützen, weil unser Ziel ist natürlich anzufangen, bevor Jugendliche kriminell werden. Genau. Ja, Herr Schwenke. Ja, das ist jetzt witzigerweise ein bisschen mein Thema, also, aber da kann ich eigentlich aus der Stadt sehr viel Positives berichten. Mhm. Das heißt, mein Thema, ich bin seit 1994 tatsächlich Mitglied im Jugendhilfeausschuss und seitdem auch seit 1994 Vorsitzender des Unterausschusses Jugendhilfeplanung. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Rekord, ich weiß es nicht. Also genau dieses Thema war uns immer wichtig. Und da bin ich eigentlich auch stolz auf Magdeburg. Wir haben es immer geschafft, fraktionsübergreifend ein gewisses Moratorium hier einzuziehen, hier eben seit Anfang der 2000er, seit der ersten Konsolidierungsrunde.
kein Geld im Jugendbereich zu kürzen. Wir haben keine Einrichtung im Jugendbereich zugemacht. Im Gegenteil, wir machen eine sehr progressive Jugendhilfeplanung, wo wir wirklich an der Jugend, an der Bedarfssituation, wo wir auch die Jugendlichen beteiligen, ja, mit Beteiligung des Jugendringes und der Jugendlichen Bedarfe aufzulisten und denen noch einigermaßen gerecht zu werden. Und ich denke, das machen wir in Magdeburg hier in der Relation zu anderen sehr gut. Man kann sich immer mehr Geld wünschen, ja, ohne Zweifel. Aber ich glaube, da brauchen wir uns hier in der Stadt tatsächlich nicht zu verstecken. Ich habe immer so die Story, ich war ja mal 14 Jahre im Landtag und war da auch in dem entsprechenden Ausschuss, wenn ich den Leuten erzählt habe, was wir in Magdeburg im Bereich Jugendhilfe ausgeben, kriegte ich immer zu hören, oh Gott, ihr müsst ja viel Geld haben, da können wir ja den Finanzausgleich bei euch kürzen. Das war so der Standard. Da stehen wir aber fraktionsübergreifend dazu. Alle Fraktionen halten das, stehen dazu. Wir haben das Thema Schulsozialarbeit sehr zeitig angepackt. Als es drohte, dass die Finanzierung zusammenbrach, haben wir uns gerade im Unterausschuss Gedanken gemacht, wie kriegen wir eine Finanzierung hin, haben inzwischen an fast allen Schulen Schulsozialarbeiter. Da, wo die Bedarfe angemeldet sind, sind die etabliert, haben letztens wieder sehr schön wegweisenden Beschluss dazu gefasst, haben sogar, da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich damit dran gedreht habe, so eine Art Springerstelle installiert, die eigentlich gar nicht vorgesehen ist, mhm, im Schulsozialarbeitsbereich, dass wir da, wo wir doch mal einen Bedarf übersehen haben, mal jemanden einsetzen könnte. Das Problem dabei ist dann letztendlich wieder die Fachkräfte dazu zu finden, die Schulsozialarbeiter zu finden, die Sozialarbeiter zu finden, die die Stellen besetzen können. An der Stelle der Aufruf, wir sind hier im studentischen Rahmen, wagt euch auf den Markt Sozialarbeit. Da werden momentan Fachkräfte gesucht, noch und nöcher. Naja, und wir bieten tatsächlich auch hier die Möglichkeit, Stellen zu finden. Und ja, also in unserem Fachbereich ist ja soziale Arbeit der größte Studiengang. Dass Studenten in Magdeburg nicht unbedingt langfristig ihre Zukunft sehen, das sprechen wir später nochmal an. Herr Bär, Sie sahen jetzt nicht so zufrieden aus mit den Aussagen von der Schwenke. Ich sag mal so, das Prinzip ist halt, ich habe einen Blick auf Sachsen-Anhalt. Also wir sind quasi landesweit zuständig und da muss man halt auch dazu sagen, gerade in den ländlichen Regionen sieht es dann halt doch nochmal etwas anders aus. Das liegt, also da sehen wir zum Beispiel auch allein schon das Problem, dass die Wege sehr viel länger werden, ne? Wir reden in Magdeburg über eine 10-Minuten-Taktung bei der MVB. Ich sag mal, also in den meisten Regionen von Sachsen-Anhalt, da sind die Leute froh, wenn zweimal am Tag ein Bus fährt. Ja. Dementsprechend muss man da auch so ein bisschen die Relation wahren. Und das ist immer schön, wenn es in Magdeburg an vielen Stellen gut läuft. Aber ich sag mal, wir sehen halt dann nochmal den Punkt, dass es dann an vielen anderen Stellen eben doch noch Nachholbedarf eigentlich in ganz Sachsen-Anhalt gibt. Ja. Und das richtet sich dann natürlich nicht explizit an den Stadtrat, sondern da muss man eher mit der Landespolitik ins Gespräch kommen. Frau Linke. Ja, ich gehe mit der Analyse, dass Magdeburg eigentlich recht gut aufgestellt ist, vor allem finanziell und strukturell, aber auch damit, dass das Land, vor allem das Umland, aber auch die ländlichen Räume da ganz anders aufgestellt sind. Ich möchte aber noch mal zur eigentlichen Frage. Sie haben das ja angesprochen, dass die Jugendkriminalität angestiegen ist. Und das macht mir ganz große Sorgen. Auch heute kam oder gestern die Wahlergebnisse der U18-Wahl raus. Und das macht mir ganz große Sorgen. Da ist die AfD bei über 20%. Und ich habe jetzt nur das Ergebnis für meine Partei gemerkt, das ist auf Landesebene 6,1 und auf Magdeburg-Ebene sogar nur bei 4%. Das macht mir erhebliche Sorgen, nicht nur für meine Partei, sondern wirklich, weil gleichzeitig hatten wir eine Jugendstudie, die gesagt hat, Rechtsextremismus steigt an den Schulen, plus die Landesschülerinnenräte aus Sachsen-Anhalt, Brandenburg und noch ein paar anderen Ländern haben gesagt, in ihren Schulen ist Rechtsextremismus auf dem Vormarsch. Das macht mir Sorgen. Deswegen brauchen wir, auch wenn wir jetzt schon gut aufgestellt sind, mehr politische Bildung, mehr Jugendclubs. Wir müssen schauen, was in den Jugendclubs passiert. Wir brauchen Streetworkerinnen. Also es ist wirklich viel zu tun, ich weiß jetzt nicht genau die Jugendkriminalität, aber ich glaube, ein starker Fokus wird da auch auf rechtsextreme Handlungen zurückzuführen sein. Und da müssen wir auch in dieser Stadt noch sehr viel tun. Was wären da konkrete Maßnahmen, die Sie auch für nachhaltig halten, die in der Schule gerade gegen Rechtsextremismus impliziert werden könnten? Ich glaube, SchülerInnen und generell Jugendliche brauchen Selbstwirksamkeitserfahrungen. Das Gefühl, dass wenn sie selber ein Festival, irgendwas organisieren können, sie da auch was bewirken können. Sie müssen auch die Möglichkeit haben, viel stärker auch in Schulen zum Beispiel PolitikerInnen einzuladen. LehrerInnen, das darf denen auch nicht verboten werden, da das breite Spektrum auch anzubieten und da mehr politische Bildung zu machen. Da sehe ich sehr oft gerade im schulischen Rahmen so ein bisschen das Gefühl, naja, ich weiß jetzt nicht, ob wir das wirklich machen sollen. Sind wir dann nicht noch politisch neutral, wenn wir jetzt da mal wen einladen oder so? Nein, ich glaube, wenn man in einen Austausch tritt und sich auch Argumente anhört, dann merkt man sehr schnell, wo vielleicht auch Fehlstellen sind und wo gute Ideen sind. Und aber auch unabhängig von Parteien braucht es da einfach, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel Bildungsangebote und eben auch Freiräume und Orte, wo sich Jugendliche ausleben
können im positiven Sinne. Ja. Ich denke mal, dass ein Schlüssel zu dieser Geschichte die soziale Arbeit ist. Ich habe vorhin schon angesprochen, soziale Arbeit ist in unserem Studiengang, in unserem der größte Studiengang in unserem Fachbereich. Aber ich unterhalte mich selten mit Kommilitoninnen, die gerne in Magdeburg bleiben wollen. Da ist, denke ich, auch ein großes Anliegen, wie kann man die Stadt für junge Menschen attraktiver machen, um das da eine Langfristigkeit zu schaffen. Frau Linke. Ja, ich bin ja mit 31, glaube ich, noch relativ jung und nicht ganz so weit weg davon. Und es ist tatsächlich ein Problem, dass zum Beispiel der Hasselbachplatz oft eher als so von verschiedenen Seiten als so negativ angesehen wird, als Ort, wo dann vielleicht Kriminalitätsfälle sind. Dabei ist es eigentlich unser Herz der Stadt, unser Ort, wo ein Kneipenviertel ist. Aber wir erleben ein starkes Kneipensterben, wir erleben, dass Clubs stärker eingeschränkt werden, Probleme haben mit Lärmemissionen und solchen Dingen und dass da die Stadtverwaltung zu wenig auch unterstützt. Wir brauchen, wie gesagt, Freiräume für junge Menschen, also das Intakt, das Schauwerk, solche, gibt es auch noch viel mehr, das gibt es am Hasselbachplatz ja auch noch Sachen und so weiter, gibt es ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, das hilft sehr viel den jungen Menschen. Wir müssen aber auch viel mehr ermöglichen, dass Praktika, duales Studium und solche Sachen auch in dieser Stadt stattfinden können. Nur weil Sie jetzt soziale Arbeit angesprochen haben, ein Antrag, der uns zum Beispiel auch begleitet im Stadtrat ist, dass die Menschen, die hier ihr Pflichtpraktikum machen, zum Beispiel keine Entlohnung bekommen haben oder zu wenig Entlohnung bekommen haben. Und da müssen wir auch dran arbeiten, dass wir als Stadt natürlich da auch attraktiv sind, damit, wenn Leute schon mal einmal die Stadtverwaltung kennengelernt haben, weil sie hier ein Praktikum gemacht haben, dann vielleicht auch hier bleiben. Und das geht ja nicht nur für soziale Arbeit, sondern für viele, viele Studiengänge, wo wir da viel enger auch zusammenarbeiten können. Ja. Herr Schwenke, wo ist da bei Ihnen die Priorität? Also ich bin da ein ganzes Stück dabei. Übrigens, der Antrag bezahlte Praktika haben wir, glaube ich, auch im nächsten Rat. Ist in allen Ausschüssen auch durch Verwaltung positiv begleitet worden. Also ich denke, da passiert jetzt tatsächlich was. Also die Notwendigkeit, einen Anreiz zu schaffen, für Studierende dort hier zu bleiben, der ist gesehen worden. Da wäre, ich habe immer ich bin 63. Meine Söhne sind Familienväter. Die sind also auch nicht mehr ganz so viel in der Clubszene unterwegs. Denn doch mehr auch von den Betroffenen mal zu hören, was ist denn konkret der Fehlbedarf? Also da sind wir wieder beim Thema Dialog, der vielleicht an manchen Stellen, wenn wir die Probleme lösen wollen, zu kurz kommt. Dann muss mal konkret definiert werden, was ist eigentlich das konkrete Problem, was Studierende haben, dass sie sagen, Magdeburg stellt mich nicht zufrieden als Lebensumfeld. Da fehlt es vielleicht einfach mal an Kommunikation. Vielleicht sollten wir da mal mehr ins Gespräch kommen. Eine gute Idee, vielleicht mal ein Dialogforum einzurichten vom Stadtrat und Studierende einzuladen, um sie direkt zu fragen. Weil das ist auf Gegenseitigkeit. Also da bin ich auch bei Frau Linke. Ich warte eigentlich drauf. Ich fordere mal auf, ladet uns in Schulen ein, ladet uns in Jugendclubs ein, ladet uns zur Uni ein. Ich denke, es gibt kaum einen Stadtrat der demokratischen Parteien, die dann Nein sagen würden. Der Dialog ist das Allerwichtigste, was wir haben, wenn wir weiterkommen wollen. Also das bieten wir eigentlich alle an. Und das ist einfach mal ein Angebot, das ist beidseitig. Nehmt es einfach wahr. Darf ich noch kurz ergänzen? Ja, klar. Weil das Thema Beteiligung jetzt so ein bisschen angeschnitten wurde, das ist auch ganz wichtig, weil wir fordern zum Beispiel auch einen Jugendrat. Und also auch wirklich nicht nur mit den Menschen reden, sondern die auch tatsächlich junge Menschen auch Entscheidungen treffen zu lassen. Ein Budget, über das sie entscheiden können, im Stadtteil, aber auch in der Stadt wirklich auch Entscheidungen treffen können. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, auch verschiedene Panels anzubieten, wo man auch fragt, wofür fehlt in euren Augen ein Radweg oder wo fehlt eine Bordsteinabdeckung. Also wirklich Menschen auch echte Beteiligung, nicht nur um 10 Uhr in der Mensa vom Stadtplanungsamt anzubieten, Termine, sondern auch digitale Möglichkeiten abzustimmen, darüber zu sprechen, was läuft gut in dieser Stadt und was nicht. Also Beteiligung und Teilhabe ist wichtig. Aber das ist, da ist ganz wichtig eben auch, dass es Ergebnisse bringt. Also das Problem ist, das ist das, was wir in den letzten Jahren feststellen, Beteiligung klebt auf vielen Akten drauf, sage ich mal. Und die Schwierigkeit ist dann aber eben auch, es wird sehr, sehr inflationär verwendet. Und dann fragt man halt junge Menschen, was ist euch wichtig? Und dann kriegt man da eine Info und dann heißt es Dankeschön, super, vielen Dank. Und dann war's das. Dann verschwindet das sehr, sehr häufig in der Schublade. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, können wir uns sowieso nicht leisten. Das tut uns leid, das funktioniert nicht. Und Variante 3 ist leider auch nicht die schönste. Dass dann die Politik die Sachen mitnimmt, teilweise Sachen sogar umgesetzt werden, aber die Sachen eben nicht rückgekoppelt werden. Ne? Also das ist, was Herr Schwenke angesprochen hat, Magdeburg macht das, das, das und das. Wäre vielleicht auch ganz gut, das nochmal irgendwo transparent zu machen, was alles so passiert. Vielleicht außerhalb des Ratsinformationssystems der Stadt,
Weil, ich sag mal, wenn was Positives in dem Bereich passiert, dann muss man vielleicht auch nochmal, wie gesagt, transparent machen, jungen Menschen gegenüber, um eben zu vermitteln, ey, es passiert was für euch, wir machen da was. Wir haben das auf Landesebene diskutiert, dass in bestimmten Regionen der ÖPNV ausgebaut werden soll, wo ich denke, super, das fordern wir seit Jahren. Warum sehe ich denn nirgendwo was in der Zeitung oder ähnliches dazu? Das ist eigentlich schade, weil eben so kann man eben auch Vertrauen in die Politik zurückgewinnen, indem man sagt, hey, wir arbeiten für euch und das passiert ganz konkret. Das wäre so auch so ein kleiner Appell Richtung Politik, das da etwas transparenter zu machen. Nur ergänzend, ich habe gerade überlegt, wie lange es her ist, aber habe ich jetzt gegrübelt, wo so 15 bis 20 Jahre her sein, war ein sehr erfolgreiches Jugendforum hier in Magdeburg. Das hat sehr erfolgreich gearbeitet. Das hat sich dann, über 5, 6 Jahre funktionierte das. Das hat sich dann ein bisschen zerschlagen, weil die handelnden Personen im Jugendforum auch so ein Stückchen verselbstständigt haben. Interessant ist aber, dass sie was mitgenommen haben auf ihrem Weg. Also mein ältester Sohn ist politisch aktiv, war das in Tübingen und als er studiert hat und hat er einiges Politisches gemacht. Ich hatte letztens einen Anruf von einer jungen Frau, die damals mit meinem Sohn zusammengearbeitet hat, die inzwischen im Brandenburgischen auch sehr erfolgreiche Gemeinderätin und Stadträtin ist, von der SPD übrigens. Also ich will mal sagen, ja, also selbst die jungen Frauen erinnern sich noch daran, dass wir damals das auch sehr intensiv begleitet haben. Das war ein sehr erfolgreiches Modell mit Jugend im Stadtrat, mit wirklich Diskussionen. Das war ein sehr erfolgreiches Modell. In der Form wollte man es jetzt nicht wieder haben. Wir sind dabei momentan, dieses ganze Thema Jugendbeteiligung so wieder so ein bisschen zu institutionalisieren. Mein Gott, schweres Wort. Aber das ist wichtig, da gebe ich Ihnen völlig recht. Das muss aber auch bei den Leuten so ankommen, dass sie sich ernst genommen fühlen, mitgenommen fühlen und mit Verlaub, dass sie auch ein Stückchen Erfolge haben. Wenn wir sie nur labern, dann hilft auch nicht. Genau. Ja, die sind wir aber beieinander. Und ich weiß, das hat mal sehr gut funktioniert. Und ich wünschte mir ein ähnlich erfolgreiches Format wieder. Ja, dann können wir direkt weitermachen mit was Magdeburg lebenswert macht. Da sind wir jetzt schon eingestiegen und da gebe ich an. Genau, das war ja jetzt schon grob übergreifend das Thema. Ich finde das eigentlich ein super Abschlussthema, um eigentlich alles nochmal so zusammenzufassen, weil es eigentlich alle unsere Themenpunkte, die wir bis jetzt hatten, so zusammenfasst. Was sind besonders, was am Anfang schon angesprochen wurde, die Chancen, die Sie durch Intel sehen? Vielleicht Herr Schwenke, wenn Sie wollen. Also Intel ist ein Gewinn für die gesamte Region. Das ist ein richtiger Sechser im Lotto. Das ist Wahnsinn eigentlich. Was da, als es verkündet wurde, wird sich für Chancen sich für Magdeburg ergeben. Wir rutschen erstmal in der Wahrnehmung ins Zentrum Europas. Also vor ein paar Jahren hat da gar keiner gewusst, dass Magdeburg, wenn überhaupt existiert, dann in Sachsen-Anhalt. Wir werden, wenn das dann wirklich dann losgeht, ins Bewusstsein weltweit rücken. Das ist einmal eine Imagefrage. Diese Imagefrage wird hoffentlich dazu führen, dass die Studenten dann nicht aus Magdeburg wieder weg wollen, sondern sagen, hier bleibe ich, hier habe ich Chancen, hier entwickelt sich was. Und es ist eine Chance für die Uni, weil die neue Studiengänge auflegt. Damit kommen internationale Menschen hier nach Magdeburg, die sich hier studieren wollen, die hoffentlich diese Stadt auch lieben lernen. Und es werden hochwertige Arbeitsplätze geschaffen. Also es kommen ja Industrien, die davon profitieren, die sich für Magdeburg plötzlich interessieren, die hier in Magdeburg siedeln, ab in Sachen Logistik oder ähnliche Geschichten, die hier in Magdeburg ringsherum in Wahrnehmung oder auch in Magdeburg selber siedeln. Also ich denke, das ist ein Boom, der hier in Magdeburg richtig bekannt macht, der uns hilft und der uns am Ende, das sage ich jetzt mal als Stadtrat, auch ein Stückchen die Werbesteuern bringt, um genau diese Wünsche, die wir manchmal nicht bezahlen können, umsetzen zu können. Also es ist eine Riesenchance, man könnte jetzt stundenlang darüber erzählen, wenn ich sehe, ich denke, dass wir müssen die Chance jetzt wirklich ernst nehmen, es muss jetzt umgesetzt werden, müssen jetzt alle am selben Strang ziehen und auch in dieselbe Richtung, damit das wirklich eine Erfolgsgeschichte wird und wir möglichst bald auf dem Acker bei Ottersleben, bei mir vor der Haustüre, dann wirklich die ersten Spatenstiche gesetzt bekommen, dass wir noch sehen und glauben, dass da was passiert. Also es ist eine unglaubliche Chance, die wir haben, dass wir da ausgewählt worden sind. Das ist schon eigentlich, wir spielen jetzt in der höchsten Liga demnächst. Also würden Sie absolut unterschreiben, dass das eine Grundsteinlegung für eine sehr erfolgreiche Zukunft für Magdeburg ist? Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Frau Linke, vielleicht Ihre Meinung dazu? Also wir begrüßen auch die Intel-Ansiedlung, auf jeden Fall. Ich komme auch gleich zu den positiven Aspekten, aber ich muss noch kurz auch was zu den negativen Aspekten sagen oder zu denen, die wir auf jeden Fall konstruktiv kritisch begleiten müssen im Stadtrat. Zumindest meine Fraktion wird das tun. Wir waren natürlich erst jetzt, weil der Acker auch angesprochen worden, nicht ganz zufrieden. Jetzt mehrere hundert Hektar Acker wird versiegelt. Das geht auch mit einher. Deswegen ist es umso wichtiger, dass dann gleichzeitig nicht auch noch für Bauland und andere Sachen auch noch so sich versiegelt wird, sondern da, dass wir eben schon versiegelte Flächen nutzen. Wir haben Sorgen um das Wasser, wo das herkommt, welche Mengen das hat. Auch das werden wir kritisch begleiten.
Und ja, da gibt es noch viele andere Natur- und Umweltbelange, wo wir noch von Feldhamster zu anderen Dingen, wo wir das kritisch konstruktiv begleiten. Aber, das Mieten ist noch ganz wichtig, dass das natürlich nicht dazu führen darf, dass wir Verdrängung haben, also Gentrifizierung in verschiedenen Stadtteilen. Da werden wir auch darauf achten, dass das sozusagen ausgewogen passiert und für, wie gesagt, in jedem Stadtteil da noch was für jeden dabei ist. Zu den Chancen, die jetzt Wiegwert noch nicht erwähnt hat. Eine große Chance, wir haben es schon angerissen, ist die Interkulturalität. Also wir werden sehr, sehr viele Menschen hierher bekommen, die eine andere Kultur, Religion und so weiter aufweisen. Ich glaube, das ist ein großer Gewinn für diese Stadt. Das haben wir bei den Studierenden schon gesehen, das hat uns schon nach vorne befördert. Aber wenn wir wirklich dann auch noch Schulen bekommen werden deswegen, die mehrsprachig sind und zwei-, dreisprachig sind, wenn wir Kultur auch mal auf Englisch eine Ausstellung haben, das wird total cool. Auch Kitas werden mehrsprachig werden. Ich glaube, dass es einfach uns als Stadt, als Landeshauptstadt beleben wird, wenn da eben mehr Vielfalt und Diversität in dieser Stadt herrscht. Und positiv, so ein bisschen hast du es angesprochen, die Hochschule, die Universität, aber auch die anderen Wissenschaftseinrichtungen werden erheblich davon profitieren. Und eben dann auch die Unternehmen, die Start-ups, die sich darum entwickeln in dieser Stadt, das wird ein ganz, ganz großer Zugewinn sein. Und deswegen kommen wir dann neben den natürlich Arbeitsplätzen, die kommen, das als sehr positiv. Und wir haben auch schon mitgestaltet, eine S-Bahn-Verbindung wird hoffentlich geschaffen in diesem Zuge der Interansiedlung. Das finde ich auch ein großer Gewinn für die Regiopole, auch Magdeburg, sowie auch Radverbindungen. Wir werden den ersten Radschnellweg haben zu Intel. Also auch da werden wir uns auf den Weg machen und auch noch weitere straßenbegleitende Radwege schaffen. Das ist auch ein großer Gewinn für diese Region. Deswegen ist diese Ansiedlung tatsächlich sehr positiv. Dankeschön. Das ganze Geld, was dann auch noch durch Intel reinkommt, wie kann das dann auch geplant werden, in Kultur zu stecken? Also sage ich jetzt mal Museen oder zum Beispiel, was ja bei der jungen Generation sehr viel Zulauf bekommt, der Stadtpark. Vielleicht mehr Grünanlagen schaffen, neue Parks. Wie sieht es damit aus? Das ist letztendlich der Schalter des Stadtrates, der dann agiert, zu sagen, wie gebe ich dann das Geld, was wir dann zur Verfügung haben, aus. Das ist aber, mit Verlaub, das ist mir jetzt nur 3-4 Jahre zu früh, weil dann werden wir auch anhand der Entwicklung der Stadt sehen müssen. Wo haben wir Entwicklungsbedarf? Wo ergibt sich was? Weil momentan ist viel Spekulation. Das wurde vorhin schon mal gesagt, in Sachen Wohnungsbau. Wir wissen nicht hundertprozentig, wie viele Leute wirklich kommen. Wir vermuten, wir spekulieren. Und da bitte ich wirklich darum, diese Frage in 3-4 Jahren nochmal zu stellen, wenn ein Stückchen abzusehen ist, was sich dann hier wirklich tut. Ja. Und natürlich gibt es dann die ganzen, und in der Zeit haben wir aber, und das hat Frau Madlenke schon angedeutet, da haben wir natürlich eine Menge Herausforderungen. Wir müssen das, was wir dann jetzt brauchen, an sozialer Infrastruktur, an Verkehrsinfrastruktur. Wir wollen natürlich auch nicht, dass die Stadtteile mehr belastet werden, was Verkehr anbelangt. Wir brauchen möglicherweise, wenn wir sehen, auch Kitas, Schulen. Das ist alles noch ein Prozess, das müssen wir jetzt aber anschieben. Das können wir nicht erst dann anschieben, wenn der Bedarf da ist. Dann ist es zu spät. Also wir müssen jetzt schon strategisch denken. Ne? Und aber die konkreten Geschichten, wie wir das Geld dann ausgeben, wenn es da ist, das stellen Sie bitte den Leuten, die dann das Sagen haben im Stadtrat. Genau, das machen wir dann bei der nächsten Wahlreise. In 5 Jahren. Das passt wahrscheinlich. Das ist dann das perfekte Thema schon für die nächste Wahlsendung. Als grobe Frage jetzt nochmal, es sind ja aber jetzt schon kulturelle Sachen nicht da, die aber größtenteils vonnöten sind. Es wurden Spielplätze angesprochen oder auch diese Begegnungsstätten. Könnten Sie vielleicht nochmal, das ist eigentlich egal, geht in die ganze Frage, in die ganze Runde die Frage, genau aufzählen, was man da machen könnte? Ich kann da anfangen. Also wir brauchen Angebote für jede Altersklasse. Sozusagen angefangen mit Spielplätzen natürlich für die ganz Kleinen, aber wir brauchen auch für die Jugendlichen, wurde angesprochen, auch in öffentlichen Plätzen Begegnungsräume, weil die manchmal gerade nicht so willkommen sind. Deswegen brauchen wir da auch Bänke, Angebote, vielleicht auch Bühnen, kleine Bühnen. Es gibt auch so Outdoor-DJ-Puls und so verschiedene Sachen, die wirklich auch für jugendliche Leute, Jugendliche etwas ist, aber auch für, und wir haben ja auch den demografischen Wandel, auch sehr ältere Leute, braucht es sowas, gibt es nicht nur Outdoor-Fitnessstudios sozusagen, sondern auch für ältere Leute, so, wo man sich gut bewegen kann, wo man vielleicht zusammen Bowl spielen kann oder andere Sachen. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch im öffentlichen Raum solche Dinge zu schaffen. Und ein Herzensprojekt von mir möchte ich auch noch ansprechen, weil du auch den, oder Sie den Stadtpark angesprochen haben. Junge Menschen wollen ja zum Beispiel auch mal Festivals organisieren oder einen Rave organisieren. Und da haben wir es schon geschafft, dass zumindest 3 Plätze in dieser Stadt, unter anderem im Stadtpark, freigegeben sind, dass man ohne viel Bürokratie relativ einfach anmelden kann und dann einfach da einen Rave zum Beispiel an einem Tag organisieren kann, ohne da jetzt groß Anmeldung, Ordnungsamt
und so weiter, Lärmemissionen, das alles anmelden zu müssen. Und das ist, glaube ich, das brauchen wir viel mehr in dieser Stadt, diese Entfaltungsräume. Und ja, ich glaube, das ist auch was, was man mit Geld, aber auch einfach mit Bürokratieabbau viel stärker in dieser Stadt befördern kann. Dann vielleicht noch Herr Schwenke, ein abschließender Satz dazu. Ja, wissen Sie, da gibt's auch für, an der Stelle fallen mir wieder so Visionen ein im Kulturbereich. Ja. Uns fehlt in dieser Stadt eine Konzerthalle, ne. Wir haben ein gutes Theater. Wenn das mit dem Geld umsetzbar ist, würden wir einen langgehegten Wunsch umsetzen können. Es ist so, uns fehlen Veranstaltungszeiten im größten Maßstab. Wir haben gerade den Meistertitel vom SCM feiern dürfen. Also selbst die GTAG Arena ist mit 6.600 Zuschauern eigentlich zu klein. Normalerweise brauchen wir auch da eine größere Veranstaltungshalle. Dann möglicherweise hoffentlich auch für Konzerte im Rockpop, weiß ich nicht, Bereich. Und ich erlebe mal einer meiner Lieblingsbands hier in Magdeburg. Das ist vielleicht jetzt nicht Ihr Geschmack. Aber ist auch mal schön, wenn die herkommen wollen. Wir haben letztens die Diskussion gehabt im Zusammenhang. Das sind ja die anbei positiven Entwicklungen RAW, Fallberg, List. Wenn man in den Bereichen, die ja sich auch für Veranstaltungshallen einsetzen wollen, zum Beispiel eine Eishalle hier in Magdeburg etabliert, das vielleicht jetzt schon im Vorfeld und privat finanziert durch die RAW-Entwickler, weiß ich nicht, ob die so eine Idee haben. Das sind alles die Schichten, wo ich jetzt Chancen sehe. Erstens in der Realisierbarkeit, im Interesse, damit das auch sich rentiert, wenn man sowas baut. Aber natürlich perspektivisch auch Riesenchancen sehe. Also ich, mein Gott, wieso nicht auch eine neue Schwimmhalle? Kriegen wir jetzt übrigens für den Leistungssport in Ostelbien. Also das sind alles so Sachen, die dann möglich wären. Und da fällt mir sehr viel ein. Das ist gut. Ich könnte jetzt weiter erzählen, aber dann Das ist optimal. Dann kann es ja eigentlich nichts mehr dran scheitern, wenn das Geld dann da ist. Ja. Vielen Dank für die Wortmeldung. Ja. Herr Wehr. Wichtig ist aber, dass das quasi auch alles ganzheitlich geplant wird. Weil das Problem ist, gefühlt, wenn man im Magdeburger Speckgürtel unterwegs ist, da sieht man dann, ich sag mal, Reihenhaussiedlungen und nichts weiter. Und da stellt sich dann die Frage, wer hat denn das genehmigt? Also wir müssen halt auch dann gucken, dass eine Straßenbahnanbindung da ist, dass quasi, auch wenn die Kita noch nicht da ist, dass die Kita mit eingeplant wird und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass dann nicht im Worst Case Kleingärten weggemacht werden oder eben dann den Baum streichen wir nochmal, da kriegen wir noch ein halbes Einfamilienhaus hin. Das sollten wir doch dann tendenziell vermeiden, damit auch Magdeburg relativ grün und auch im Sommer halbwegs klimatisch ertragbar bleibt. Das muss man, glaube ich, im Vorfeld auch so ein bisschen mit planen. Und da sollte man vielleicht dann auch das Große und Ganze erstmal betrachten, auch wenn noch nicht für alles das Geld da ist. Aber dass man dann eben nicht dasteht und denkt, okay, fuck, jetzt müssen wir vielleicht doch das nochmal streichen. Dankeschön, Herr Wehr. Herr Said? Also ich habe jetzt dazu keine Ergänzungen. Aber also jetzt keine spezifischen oder keine Punkte, die ich noch mit reinbringen möchte. Also generell während des Gesprächs sind mir natürlich ganz, ganz viele andere Punkte durch den Kopf gegangen. Und ich denke, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, wieder zu wählen. Es sind einmal alle 5 Jahre, darf man dann zumindest für den Stadtrat sein Kreuz setzen oder seine 3 Kreuze und alle paar Jahre eben für die andere Wahlen. Und manchmal hat man ja doch den Eindruck, dass man sich eher beim Kauf irgendeines Produkts bei Amazon mehr über die Rezessionen sich durchliest, als dass man sich doch mal mit den Wahlprogrammen und mit den Menschen auseinandersetzt, die ja jetzt sich zur Wahl setzen. Das wäre vielleicht auch mal ganz wichtig. Gut, dass es sowas wie heute gibt, dass man mal die Themen anspricht und vor allem gut, dass man dann auch noch mal die Möglichkeit hat, hier und dort die Sachen nachzulesen und vielleicht noch mal drüber nachzudenken. Danke. Dann vielen Dank in die Runde. Danke, dass Sie heute hier waren und sich unseren Fragen gestellt haben. Wir hoffen auch, dass wir den Zuschauern zu Hause damit ein bisschen helfen konnten und vielleicht sich auch noch mal mit der Wahl am Sonntag zu beschäftigen. Dann an dieser Stelle, wie gesagt, danke an unsere Gäste, aber auch vielen Dank an alle hinter der Kamera, in der Regie, die heute geholfen haben, diese Sendung auf die Beine zu stellen. Ja, leider sind wir damit dann jetzt auch schon am Ende, aber wahlweise live am 9.6. für Sie live mit tagesaktuellen News rund um die Kommunalwahl. Dann bitte wieder einschalten mit unseren wertgeschätzten Kollegen Lena Hillebrand, Melvin Thum und Max Kaltümer. Dankeschön.